Tag zusammen, willkommen zurück in Viridis, unserer nachhaltigen Stadt. Wir haben hier zuletzt angefangen, einen neuen Stadtteil zu entwickeln. Den werden wir jetzt in dieser Folge noch weiterentwickeln, dass dann hier auch Wohngebiete entstehen, dass die Leute hier einziehen können. Wir brauchen noch ein bisschen Nahverkehr. Der fehlt auch noch. Und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht mit unserer Stadt. Ich werde hier schon mal anfangen, die Zonen zu setzen. Wir müssen hier noch so ein bisschen nacharbeiten, wie wir hier sehen. Da sind noch ein paar Kleinigkeiten nicht ganz so schön geworden. Hier nämlich überall. Und zwar ist jetzt ja angekündigt worden, dass City Skylines 2 rauskommen wird. Release Date ist zwar noch nicht verkündet, aber es kommt. Und das ist natürlich ja, also eine schöne Sache. Ich denke, das ist wird spannend werden, wie das sich dann, wie dann die nächste Version sein wird. Der erste Trailer, ja, da kann man viel rein interpretieren, was da wohl kommen mag. Mit den wildesten Spekulationen. Man sieht hier schon, es ist schon hier alles sehr wild, ne, mit dem Gelände. Ich mache die Konturen vielleicht doch nochmal an, damit man hier ein bisschen besser sehen kann, wo wir hier gleich Gebäude platzieren können. Und ich will nochmal eben einmal in Friedrichsfeld sagen, wo haben wir es denn hier, war das, dass wir hier dass hier Gebäude an Gebäude entstehen, das machen wir im Gewerbe auch. Und hier machen wir das auch so. Ja, denn das sieht dann, glaube ich, gleich ein bisschen schöner aus. Also wir bauen hier mal eben weiter. Ich setze hier noch mal ein paar Fußwege durch unser Wohngebiet. Das macht, glaube ich, auch noch Sinn. Aber dabei diskutieren wir noch mal, was wir jetzt noch so für Ziele haben. Also wie gesagt, es ist die zweite Version angekündigt. Erwarten können wir die, denke ich, im Herbst. Würde ich jetzt mal denken, dass sie dann kommen. Das war falsch. Also, dass sie eben im Herbst wahrscheinlich den Release-Termin haben. Irgendwann im September, Oktober. Irgendwie so. Er hat ja schon ordentlich mit dem Gelände zu kämpfen, also nicht so schön. So, jetzt aber. Ja, so dass wir also bis dahin dieses Let's Play dann auch noch spielen können, denn ich denke, dann das macht noch Sinn, dass wir so lange, wie es diese Version hier gibt, dass wir dann noch ein bisschen uns mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschäftigen. Aber danach ist, glaube ich, so ein bisschen dann die Luft aus City Skylines 1 raus und wir werden dann mal gucken, wie gut man dann City Skylines 2 nachhaltig spielen kann. Muss man mal gucken, was da geht. Wenn wir natürlich keine DLCs haben, wir werden natürlich auch nur noch eine Version haben, die ohne Mods auskommen muss, was jetzt nicht schlecht sein muss. Wirklich eine Vanilla-Version. Jetzt läuft ja hier bis zum Ende. Also das wird sicherlich eine spannende Entwicklung werden. Müssen wir mal beobachten, aber das ist, denke ich, so, das läutet dann so das Ende dieses Let's Plays auf jeden Fall dann ein. Und wir müssen dann mal uns auch überlegen, was, also wie viele Folgen haben wir dann noch? Das sind dann sicherlich noch, ich sag mal, 30 Folgen. 20 bis 30 Folgen, die wir noch haben. Das, wir sind jetzt bei Folge 94. Das heißt, wir brauchen dann ja schon einen konkreteren Plan, wie wir dann weitermachen wollen, was wir noch bauen wollen. Da gucken wir uns das gleich nochmal einmal an. Ein bisschen überlegt hatten wir uns das ja schon mal. Aber was ist noch wichtig hier für
eine nachhaltige Stadtentwicklung. Was ist hier sinnvoll? Gut, ich glaube, Fußwege haben wir jetzt hier ganz gut. Hier hinten haben wir noch gar nichts entwickelt. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Fußwege. Bis zum Yoga-Garten. Also, was brauchen wir noch? Ich will auf jeden Fall noch ein paar energietechnischen Einrichtungen oder Anlagen platzieren, die es natürlich noch gibt. Dazu zählt das Kernfusionskraftwerk, denn ich denke, darüber sollten wir auch noch mal sprechen. In einer extra Folge ist die Kernfusion die Zukunft? Oder, also eigentlich kann man die Frage schon weiterstellen, wie sieht die Kernenergienutzung in der Zukunft aus? Denn dass sie kommen wird, das ist, denke ich, klar. Frage ist eigentlich immer, das wann? Und das wird noch tatsächlich, boah, also Zukunftsprognose sind immer schwierig. Das war nichts hier. Ich glaube, das war genau weg hier den Weg, den machen wir, glaube ich, nicht. Also das wird kommen. Wir werden, also wir heißt, in unserem Lebensalter wird das wahrscheinlich, ja, mal gucken, ob das kommen wird. Ich denke, also der Durchbruch, ne, der Fortschritt geht ja voran. Man beobachtet das ja, wir haben jetzt ja vor kurzem noch eine Meldung gehabt, dass es da erste Fortschritte gibt. Oder erste, den nächsten großen Fortschritt. Aber es ist halt immer noch so, dass wir im Moment noch mehr Energie in das System stecken müssen, als wir rausbekommen können. Und das macht also noch wenig Hoffnung, dass wir es dann irgendwann auf industriellem Level, also in Großkraftwerken einsetzen können. Vorteile werden die sein. Wenn wir es dann haben, dann sind die Energieprobleme der Menschheit weitestgehend gelöst, denn das ist eine Energiequelle, die im, ich sag mal, menschlichen Maßstab quasi unendlich Energie bereitstellen kann. Das wird noch dauern. Also ich rechne damit, dass das, also in 50 Jahren stehen vielleicht die ersten Prototypen von Kernfusionskraftwerken, frühestens in 50 Jahren. Und dann wird es nochmal weitere 20, 30 Jahre dauern, bis es da zu einem großen Rollout kommen wird, dass wir dann noch in mehreren Ländern entsprechend diese Kraftwerke sehen werden. So, ich glaube, jetzt können wir hier mal die Gebäude platzieren, dass Friedrichsfeld wachsen kann. Dann gucken wir, was wir heute noch so machen in dieser Folge. Also, das heißt, das werden wir machen. Es gibt noch ein Klimaforschungsinstitut, das sollten wir auch setzen. Das war so mal mit dem Thema Klimawandel. Das ist ja tatsächlich ein Aufhänger hier, dieses Let's Plays, dass wir uns damit auch nochmal auseinandersetzen und über den Klimawandel sprechen. Hier ist ein bisschen schwierig vom Gelände her. Aber das ist, denke ich, nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir das Thema Klimawandel aufgreifen und diskutieren hier im Rahmen dieses Let's Plays. Also er ist da, das ist klar, er kommt und wir sind jetzt hier im Jahre 2092 und die Befürchtung, dass die Menschheit sich nicht zusammenraufen wird, ist groß, sodass ich befürchte, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich eine Temperaturerhöhung global sicherlich um 2 Grad schon erreicht haben. Dann sind wir auf dem Pfad eher Richtung 3 Grad Celsius. Temperaturerhöhung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das ist natürlich schon, ja, kritisch. Also das wird das Ökosystem Erde schon massiv verändern. Damit müssen wir wohl oder übel umgehen. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann stellen wir uns einfach drauf ein und lassen alles andere. Das ist aber auch der falsche Weg. Also wir müssen schon hier noch aktiv werden und versuchen, also alles versuchen, was geht, um diese Zerstörung des Ökosystems Erde, diese Veränderung des Ökosystems Erde, wie wir es kennen, aufzuhalten. Na, das muss unser Ziel sein. Komme ich hier nicht durch? Ne, zu eng.
Denn das ist eine Sache, das wird alles, also alle Naturreservate, die wir kennen, alle Ökosysteme der Erde, komplett durcheinander setzen. Wieso lässt er mich hier nicht? Doch, lässt er mich. Also das ist ein Punkt, den müssen wir angehen. Da haben sich ja auch alle Nationen drauf geeinigt mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Da ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in Vergessenheit geraten. Aber wir haben ganz klar gesagt, als Staatengemeinschaft, wir wollen den Klimawandel gemeinsam aufhalten. Wir haben uns alle darauf geeinigt und dazu gehört auch der Deutsche Bundestag, der gesagt hat, alles klar, wir wollen dieses 1,5 oder mittlerweile denke ich, sind wir schon beim 2-Grad-Ziel einhalten. Wir tun nichts. Machen uns da, aber zu wenig, sagen wir so, nichts ist falsch, aber wir tun viel zu wenig dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist wirklich ein echtes Problem. Die Konsequenzen wird die junge Generation insbesondere spüren. Die Auswirkungen merken wir ja jetzt schon durch die extremen Wetterereignisse, die wir ja auch in Deutschland beobachten. Dazu gehören ja nun mal die Flutkatastrophe, die wir im Ahrtal hatten. Dazu zählen diese langen Dürresommer, die wir beobachten in den letzten Jahren, die jetzt einfach gehäuft auftreten. Der Einzelauftritt ist jetzt immer Wetter, da muss man ein bisschen aufpassen. Also, dass das passieren kann, ist so. Das ist auch, das gehört zum Wetter dazu. Aber die Häufigkeit, das ist Klimawandel. Und es kann sein, dass der nächste Sommer ein verregneter Sommer wird und man sich denkt, boah, also es war auch immer schön, als wir einen heißen oder einen warmen Sommer hatten. Das weiß man nicht. Das ist, wie gesagt, das sind Wettereffekte. Die langfristige Entwicklung geht aber dahin, und das bestätigt sich an allen Stellen, wir werden diese Ereignisse immer häufiger bekommen. Und das ist dann der Klimawandel. Der wird dann bei uns in Europa zu diesen Starkregenereignissen führen, zu diesen doch trockenen Sommern. Das ist genau das, was passiert. Mit allen Folgen. Und ja, da müssen wir halt damit leider leben und dann auch mit den Kosten, die dadurch entstehen. Denn das ist eigentlich ja dann was man volkswirtschaftlich immer so ein bisschen diskutieren sollte. Was verursacht das eigentlich für volkswirtschaftliche Kosten? Denn wir als Steuerzahler müssen dann natürlich auch für diese Schäden aufkommen. Und das ist natürlich, die Kosten gehen rauf. Also wenn man sich so guckt, was so große Versicherungen oder Rückversicherer machen, denn das sind jetzt ja Wirtschaftsunternehmen, die bereiten sich darauf vor, dass sie einfach deutlich mehr Geld zur Seite legen, um diese Schäden auszugleichen. Und wenn die das machen, da geht es wie gesagt um harte Euro, dann steckt da was hinter. Das machen die nicht, weil sie denken, oh, mal schauen, kann nicht schaden, sondern die machen das, weil die genau wissen, wo die Reise hingeht. Und das ist eigentlich ein wichtiger Indikator, dass sich, wenn sich erst Wirtschaftszweige darauf anpassen, dass da was passiert. Also, das heißt, dieses Klimaforschungsinstitut, da werden wir dann mal so eine kleine Forschungsanlage bauen, gucken, wo wir die dann hinsetzen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo da ein guter Platz ist. Das macht, glaube ich, Sinn. So, wir müssen hier weiter Friedrichsfeld ausbauen. Das ist mit dem Gelände echt schon hier schwierig. Hier an dieser Stelle in der Hanglage. Was haben wir noch? Wir könnten mal gucken, ob es noch welche, also ein paar interessante Spezialfabriken gibt. Wir haben ja schon eine ganze Reihe an Spezialfabriken gesetzt. Aber da könnte man dann auch nochmal nacharbeiten und schauen, ob wir da nochmal ein paar
interessante haben. Dann klicken wir uns mal durch die Liste durch. Ansonsten an Gebäuden, was haben wir noch? Also ich möchte jetzt gleich diese Folge dann noch nutzen, um hier vorne noch mal ein bisschen was zu errichten. Das ist auch noch mal ein Plan. So, ich glaube, viel mehr Möglichkeiten haben wir hier schon fast gar nicht mehr, noch Dinge zu platzieren. Das Gelände ist ja wirklich hier schwierig, erwartungsgemäß. Das ist jetzt ja keine große Überraschung, dass wir hier wenig Möglichkeiten haben, die Gebäude zu platzieren. Das haben wir uns ja schon gedacht, als wir hier diese Fläche hier entwickelt haben. Denn hier passt überall nichts so richtig hin. Hier vorne vielleicht nochmal so einen kleinen Einerstreifen. Vielleicht nochmal so diese dichten Dinger nehmen. Das wäre dann echt winzige Gebäude. Was haben wir noch an Plänen? Also es gibt natürlich noch so ein paar Gebäudeteile, die noch, oder Stadtteile, vielmehr nicht Gebäude, sondern Stadtteile, die noch fehlen. Wir haben noch hinten am Stadionbezirk, müssen wir noch mal ein bisschen nachbauen, am Umweltcampus fehlen auch noch Wohngebäude, damit dort noch ein bisschen mehr Leben entsteht. Das ist das auch noch ein wichtiges Ziel. Gut, also das ist so der Plan. Boah, das sieht schon wild aus. Ich glaube, ich ändere hier nochmal was, dass man hier auch diese Zonierung rausnehmen kann. Hier vorne haben wir noch, fehlt noch der Anschluss. So, prima. Aber dann kann jetzt hier der Stadtteil wachsen. Ja, so sieht es doch gut aus. Prima. Wir brauchen hier noch Straßenbahnen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir die jetzt geschickt platzieren oder die Führung machen. Wir starten auf jeden Fall am Bahnhof. Auch den müssen wir noch integrieren. Dann können wir, glaube ich, hier gucken mal. Und dann auch noch eine Linie Gegenrichtung. Und stoppen das ganz kurz, damit wir hier nicht zu viele Fahrzeuge rauslassen. Ich glaube, hier reichen jeweils 4. Das wird jetzt also Friedrichsfeld 1. Dann können die Straßenbahnen hier starten. So, da staut es sich schon. Die lösen sich dann gleich aber wieder auf, denke ich. Wir bräuchten dann vielleicht noch eine Busverbindung hier in das Industriegebiet. Ich glaube, eine Buslinie setzen wir da mal. Also hier soll sie starten. Dann hält sie hier vorne und fährt dann hier in das Industriegebiet, damit die Leute dann gegebenenfalls hier hin können zum Arbeiten. Ja, dann sollen die da wenden, aber so richtig gefällt mir das nicht. Können wir hier nicht noch eine Straße ergänzen, dass die da irgendwo wenden können? Das finde ich ganz schick. Hier passt es nicht hin. Und dann reißen wir das hier einmal ab. Machen hier quasi einen Wendekreis für die Busse. Klappt das dann direkt auch? Moment, wo sind die Busse? Das sieht doch komisch aus. Wieso macht er das denn so komisch? Und wir müssen jetzt mal diese Buslinie wahrscheinlich ein bisschen eindampfen. Wo haben wir sie? Da ist sie. Das ist die Friedrichsfeld L1. Die kriegt auch
Orange als Farbe. Und dann schauen wir hier nochmal eben, warum die hier so ein Blödsinn macht. Dann machen wir es so. Prima. So haben wir da auch den Anschluss. Wir gucken nochmal hier nach der Friedrichsfeldlinie, wie viele Busse das sind. 8 Stück sind, glaube ich, viel zu viele. Dann machen wir mal 3. Das sollte hoffentlich reichen. Und zum Schluss, damit wir hier alles haben, und dann gehen wir zum nächsten Thema über, brauchen wir noch einen Anschluss hier an die Bahnlinie. Gucken wir mal, ich glaube, hier runter kommen wir nicht. Und dann müssen wir mal eigentlich hier sagen, hier ist doch... das löschen wir wieder. Und das war falsch. Also, wo haben wir sie? Da. Die Zuglinie 6 schmeißen wir raus. So, ach, hier ist eine Linie, die hier lang führt. Das ist die Verbindung nach da unten. Na gut, dann können wir noch eine neue setzen. Dass wir hier eine Pendel machen, die hier einmal in den Hauptbahnhof geht. So, die hier kriegt auch dieses Orange. Und das ist dann Hauptbahnhof Friedrichsfeld. Da kommt dann vielleicht noch mehr. Wir schauen mal. Auch da reicht, denke ich. Ah, da ist schon ein bisschen was los. Okay, dann haben wir hier 2 Züge. Hier stehen auch schon einige Leute, ne? Boah, was ist denn hier los? Aber das müsste ja eine Intercity-Verbindung sein, oder? Faszinierend. Alter, das finde ich ja wirklich interessant. Na gut, das ist Friedrichsfeld. Ich denke, wir nehmen nochmal unseren Pinsel und werden noch ein paar Bäume setzen. Nehmen wir mal so ein paar Obstbäume. Vielleicht mal so ein bisschen was an bunten Bäumen. Das ist so ein schöner, bunter Mix. Und die Feuerwehr könnte hier hoffentlich mal aktiv werden. Ist die schon unterwegs? Ja, und da steht schon das Feuerwehrauto. Und jetzt haben wir hier schon Stau bei den Zügen. Ah, okay, naja gut. Also, läuft. Sehr gut, jetzt der nächste Schritt. Was will ich noch machen? Also hier oben unser Pumpspeicherkraftwerk. Ich finde, wir könnten hier oben das Klimainstitut hinsetzen. Das fände ich eine ganz gute Idee. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit diesem Gelände hier. Und da finde ich die Idee ganz charmant. Wir haben bisher noch keinen Zoo und keinen Vergnügungspark haben wir schon mal gebaut, aber der ist ja nur hier hinten. Fliegen wir mal eben hier hin. Wo ist der? Hier vorne. Der ist sogar teilweise unter Wasser, weil wir ja die Mosel da angepasst haben. Das müssen wir mal kurz reparieren mit Move It, dass wir hier diese Elemente mal hochsetzen. Also das sollte nicht so sein. Einmal über den Moselspiegel. Hier ist auch weitestgehend alles weg, ne, oder? Haben wir hier nicht mehr gehabt. Das ist hier durch unsere Moselarbeiten. Na gut, dann mache ich nochmal kurz unseren Pinsel, finde ich, und setzen hier nochmal ein paar Bäume. Aber das soll nicht die Hauptattraktion sein für unsere unser Gebiet an sitzen. Begrünen wir die Stadt noch mal ein bisschen mit ein paar recht bunten, aber schönen Bäumen. Ja, das gefällt mir ganz gut. Also da war der Freizeitpark, das war eher so ein kleiner Freizeitpark. Ich würde jetzt hier ganz gerne anfangen in dieser Folge die auch nochmal einen Park zu setzen, und wenn wir jetzt hier dann mit Viridis und der Mosel und so noch ein bisschen unterwegs sind, finde ich die Idee eigentlich ganz interessant, hier den Eifelpark zu setzen.
Da gibt es ja was Entsprechendes und den würde ich jetzt hier ganz gerne einmal platzieren. Deswegen müssen wir jetzt hier mal die Straßenführung anpassen, also eher so ein Wildtierpark. Also möchte ich jetzt hier einmal den Anschluss an die Autobahn. Das finde ich noch sinnvoll, zumindest hier an diese Spur. Ich weiß nicht, ob wir an die hier wirklich gut rankommen. Das wird tricky. Ist aber auch gar nicht nötig. Aber dass wir hier einmal die Verbindung schaffen, dass wir hier hochkommen. Vielleicht sollten wir mal von hier nach hier etwas flacher gehen. Denn das ist, wie gesagt, ja alles immer sehr steil. Ja, und dann machen wir hier irgendwo den Eingang. Das wird natürlich auch alles sehr steil. Und wir brauchen hier noch eine Verbindung für unseren Güterzugverkehr. Das werden wir dann hier weiterziehen. Also hier kommen wir ran, gehen dann hier weiter. Haben dann hier die Verbindung, ja, das machen wir mal als allererstes. Gut, damit ist der Verkehr für den Gütertransport soweit auch gemacht. Einen Güterbahnhof werden wir hier oben wahrscheinlich nicht brauchen, wir nicht ergänzen wir den nochmal bei Gelegenheit. Wir ziehen diese Straße hier weiter. Fahren hier hoch. Und werden dann hier gucken, dass wir jetzt hier einen sauberen Anschluss an die Autobahn hinbekommen. Gucken wir das hier hinbekommen, dass das einigermaßen passt. Da haben wir hier den Anschluss an die Autobahn. Was hier noch fehlt, ja, ich glaube, das müssen wir nochmal neu machen. Da oben brauchte ich auch noch den Anschluss. Ich glaube, das müssen wir hier nochmal einmal korrigieren. Und zwar haben wir hier oben noch den Anschluss hintenrum hier an dieses Gebiet. Da haben wir nämlich auch noch ein Müllproblem. Wir ziehen, glaube ich, diese Straße hier dann nochmal weiter. Hier hinten lang und dann müssen wir hier das Gelände nochmal einmal hiermit anpassen, dass wir hier hochkommen. Straße. Dann nehmen wir ruhig die schmale mit den Fahrradwegen. Und dann können nämlich hier hinten auch die Müllautos endlich hier den Müll abholen, denn das ist das, was hier noch fehlte an der Stelle. Deswegen wird der Müll nicht abgeholt. Dann haben wir jetzt hier die Anschlüsse an die Autobahn. So viel Verkehr wird hier eh nicht sein. Das ist ja so eine Ausweichstrecke. Konturen blenden wir erstmal wieder aus. Jetzt die Aufgabe. Hier möchte ich gerne den Freizeitpark errichten. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Straßenverbindung da rein. Wir legen heute wieder den Grundstein dazu. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Also wir brauchen hier diese Höhenlinie, die müssen wir mal ein bisschen austarieren, damit wir hier starten können mit den Eingängen. Wir brauchen ja zwei Eingänge, einen Zoo und einen Freizeitpark. Und dann müssen wir hier einmal hochkommen. Das wird schon anspruchsvoll. Mit dem Gelände wieder, das kennen wir ja, das Spiel. Aber gut, das kriegen wir hin. Wir werden hier, glaube ich, mal Zäune noch ergänzen, damit jetzt hier keiner auf die Idee kommt, hier in die
an die Güterlinie zu kommen. Das sollten wir, glaube ich, mal einmal einzäunen. Bis hier vorne hin. Ich denke, das reicht. Gut. Wir brauchen dann, jetzt gucke ich gerade mal, welche Straße wir dann nehmen. Ich würde da ganz gerne noch die Straßenbahn nutzen. Zweispurige Straße, vierspurige brauchen wir nicht. Haben wir hier nur diese zwei Spuren mit den Fahrradwegen. Genau, wir müssen dann hier dann nur gleich noch die Straßenbahn ergänzen auf der Hauptachse. Also hier geht es dann hoch. Wir müssen natürlich auch noch den Wendekreis bauen für die Straßenbahn, dass die einigermaßen gut wenden kann. Der Wendeplatz und diese Straße wandeln wir um in vierspurig mit. So. Sehr gut, auch glaube ich, hier können wir auch diese Straße, diese kleine. Dann machen wir hier so einen Wendehammer. Oh, das ist, glaube ich, gar nicht so ungeschickt. Gut, also jetzt kommt hier, was haben wir denn hier? Parks. Wir haben hier einmal den Freizeitpark, da brauchen wir hier das Haupttor. Und wir brauchen beim Zoo das Gleiche. Das Haupttor Zoo. Oh, wieso will er das denn hier nicht hinsetzen? Weil das hier zu steil ist? Ach. Ah, das ist ein bisschen pingelig hier. Und das hier leider nochmal neu machen, weil der Zoo an der Stelle die Vorzüge bekommt. Hier kommt das Zoo-Gebäude. Mal gucken, wie wir das dann so ein bisschen ineinander verwursten. Dann können wir das Gelände schon mal vorbereiten und dann haben wir direkt was zu tun für die nächste Folge. Hier geht es dann direkt rauf. Wir müssen dann tatsächlich nur gucken, wie kriegen wir das natürlich dann einigermaßen. Also das muss ich ja alles dann so hoch meandern. Das Spielchen kennen wir ja, denn da haben wir ja wenig Spiel mit dem schwierigen Gelände. Die Straßenbahn setzen wir schon mal. Ich weiß nicht, ob das ist wirklich nur die Zoolinie. Das ist quasi eine ganz einfache Verbindung. Da schnell auf. Halt mal in Mitte wollen wir nicht. Das ist Quatsch gewesen. Und wir müssen noch den Linien sortieren. So. Das hier, Straßenbahnlinie. Ja, doch, richtig. Das ist eine. Dann nehmen wir auch eine kleine. Hier die 70er. Lila passt ganz gut und das ist dann die Eifelpark. Ja, dann können die Leute hier direkt an diesen kleinen Verkehrshub. Könnten natürlich noch mal drüber nachdenken bei der U-Bahn. Wo ist denn hier die nächste U-Bahn-Linie? Genau, wir haben hier vorne haben wir ja eine U-Bahn-Linie. Ist die Frage, kommen wir hier irgendwie hoch? Nochmal, das wäre so eine. Da reicht, glaube ich, so eine kleine. So, machen wir es auch nochmal direkt. Also, wir wollen jetzt hier, gucken wir mal die Linien einmal an, haben wir sie, die
U-Bahn-Linien. Genau. So, dann müssen wir von hier vorne. Ja, also das machen wir beim nächsten Mal. Ich muss mal überlegen, wie ich die Verkehrsführung hier mache. Ob wir hier quer durchgehen, aber noch eine Zwischenlinie setzen, vielleicht hier unten. Ja, wir haben hier ein Brandproblem. Aber das kriegen wir auch noch gelöst. Gut, an dieser Stelle verlassen wir Viridis wieder mit dem Blick auf unser neuen Stadtteil Friedrichsfeld und den Beginn des Eifelparks. Den bauen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.